Am gestrigen Donnerstag ist man nach der zweiten Runde, die man ja zu dritt zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS geführt hat, nochmals vor die Kameras getreten, um da auch so ein bisschen Bericht zu erstatten. Und allesamt, alle drei Parteichefs haben sich da sehr zuversichtlich auch gezeigt und von konstruktiven Gesprächen berichtet. Allerdings muss man sagen, was sie noch nicht verkündet haben, das sind ernsthafte Koalitionsverhandlungen. Diese wollte man ja ursprünglich jetzt schon ausgerufen haben. Allerdings kam es jetzt noch nicht dazu. Am Montag gibt es noch eine weitere Runde mit so einem Regierungsgesprächen. Wie es scheint, gibt es da doch sehr viel an Gesprächsbedarf und sehr viele Themen, die man da noch ausloten muss zwischen den drei Parteien. Es ist ja, wie wir wissen, relativ schwer, dann drei tatsächlich auf einen Nenner zu bringen. Aber wie gesagt, man zeigt sich hier sehr positiv gestimmt. Möglicherweise kommt es dann nächste Woche schon zu einem Übergang zu Koalitionsgesprächen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, eine Koalitionsbildung noch vor Weihnachten scheint eher unwahrscheinlich. Man rechnet da jetzt eher, dass es 2025 sich dann erst eine stehende Koalition geben wird. Allerdings haben sich, wie gesagt, alle sehr positiv gezeigt. Auch beispielsweise Andreas Babler von der SPÖ hat da gesagt, dass es eine Basis geben würde für eine breite, konstruktive Koalition. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich da ein bisschen kürzer gehalten und hat gesagt, es gab konstruktive Gespräche. Und es ist doch eines klar, man muss da mit Sicherheit von allen Seiten so ein bisschen über den eigenen Schatten springen, um dann auch tatsächlich Lösungen finden zu können, wie so eine gemeinsame Arbeitsbeziehung, Koalition dann letztendlich auch für die nächsten 5 Jahre aussehen könnte. Allerdings, wie gesagt, ist es doch so, dass die Verhandlungen doch in naher Zukunft tatsächlich auch schon Realität werden könnten. Und das auch mit einigen Verhandlungsuntergruppen. Aktuell ist da die Rede von 6 bis 8 Untergruppen, die da festgelegt werden sollen. Und zwar für die verschiedensten Themen wie beispielsweise Migration, Sicherheit bis hin zu Budget und auch leistbares Leben, was ja auch gerade der SPÖ ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen ist, vor allem auch im Wahlkampf. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend weitergehen, wie, wann und wo sich diese drei Parteien dann letztendlich finden werden in einer stehenden Koalition. Liebe Maybrit, als Reporter ist man ja ganz viel immer auch bei Meinungsumfragen und hört sich mal um, wie so die Stimmung in der Bevölkerung ist. Hast du den Eindruck, erstens ja, man hat akzeptiert, dass die FPÖ, wie gesagt, von vornherein ausgeschlossen wurde? Und auch, wie sagt man, vielleicht ist man auch, ob tatsächlich ÖVP, SPÖ und NEOS, die ja doch ganz andere Ansätze hatten damals noch vor dem Wahlkampf, wie sie sich wirklich finden können? Und wo sieht man hier vielleicht die größten Probleme? Man muss sagen, in Österreich, wenn man sich auf der Straße so umhört, dann ist ja das Vertrauen in die Politik sehr geschwächt nach wie vor. Und dementsprechend sind viele Menschen auch mit der Lösung, man nimmt das geringere Übel, relativ zufriedengestellt, unter Anführungszeichen. Man hat sich vor allem in den letzten Jahren eigentlich viel mehr erwartet von den Regierungen, dass man mehr auf die Probleme der Menschen eingeht. Man fühlt sich da ein bisschen vernachlässigt oftmals bei den Themen des Alltags. Nichtsdestotrotz gibt es ja da so ein bisschen eine Spaltung. Die einen sind da voll dafür, dass man eben von Anfang an gesagt hat, dass man nicht mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten möchte. Die anderen sehen das eher als eine Verletzung der demokratischen Einstellungen, dass man sagt, eine Partei wird von vornherein ausgeschlossen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es dahingehend weitergehen wird, ob die nächste Regierung in einer Dreierkoalition es dann auch schafft, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen und wie auch Andreas Babler gesagt hat, da quasi eine Basis für eine breite Koalition der konstruktiven Kräfte zu sorgen. Das ist jetzt noch fraglich aktuell. Ja, man muss sagen, es ist auch dementsprechend eine angespanntere Stimmung, weil ja die Ampelkoalition auch in Deutschland jetzt, man muss sagen, vor dem Scheitern steht. Und dass jetzt in Österreich in eine Umsetzung kommen soll, da sind die Menschen doch eher skeptisch. Aber man muss natürlich abwarten, wie es hier weitergeht und welche Lösungen dann diese drei verhandelnden Parteien letztendlich aufs Papier bringen.